Ich grüße euch ganz herzlich und willkommen zu einer neuen Folge von Hearts of Iron 4 mit dem Deutschen Kaiserreich. Ja, in der letzten Folge, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, aber ich meine, wir haben auf jeden Fall viel auf Industrie und die Armee natürlich. Also wir haben versucht, die ein bisschen aufzurüsten, ne? Und ich würde sagen, wir können noch ein bisschen Infanterie auf jeden Fall ausbilden. Das ist immer ganz gut. So. Spanischer Bürgerkrieg. Ach du Scheiße. Regionaler Verteidigungs... Ja, okay, diese scheinen zu verlieren irgendwie, aber... genau. Wir bereiten jetzt eine Blockade vor. Und kriegen dadurch den, glaube ich, 5%, ne? Ja. Fabriken für Konsumgüter, minus 5%. Und dann wollen wir versuchen, ja, gleich Belgien und so anzugreifen. Und Luxemburg, ne? Also zurück zu schliefen. Abwarten, ob das alles gut funktioniert. Ja, Polen ist ja auch noch da, ne? Aber Polen... Wollen wir Polen... Ich weiß es nicht. Müsste man mal überlegen, ne? Auf jeden Fall gibt es ja noch mal kurz, ist ein kurzer Reminder. Wir haben einmal die Alliierten und einmal ja die nordamerikanische Koalition. So, wir könnten besiegen die Alliierten. Wäre auf jeden Fall am realistischsten. Wollen natürlich aber auch, wenn es geht, die hier kaputt machen, ne? Würde ich mal sagen. Ja, deswegen würde ich sagen, wir gehen erst auf die Alliierten. Lassen die sich jetzt noch ein bisschen hier fetzen. Und dann gehen wir auf die Alliierten und schauen dann mal, wie das Ganze gleich läuft, ne? Wir wollen erstmal Belgien wegnatzen. Was ist jetzt los? Achso, speichern. So. Das dauert aber noch ein paar Schwerpunkte lang. So, was nehmen wir denn? Achso, genau. Wir können auch mal Atomforschung anfangen. Das wäre auf jeden Fall mal sinnvoll. Ja, Österreich-Ungarn. Damit könnten wir ein Bündnis erstellen. Ich weiß aber nicht, sollen wir das machen? Unser eigentliches Ziel war es ja, mit Japan das Bündnis zu machen, ne? Na gut. Ich gucke mal eben, und dann... Ich baue mal eben die Infrastruktur... die Industrie weiter. Und dann... gucke ich mal nach Japan. Das ist immer noch nicht möglich. Und ich glaube, das wird auch nicht möglich sein. Das ist schlecht. Weiß nicht, Österreich-Ungarn, ey, Leute, das bringt uns nicht so viel. Das ist nicht so attraktiv, ist da? Deswegen, ich weiß es nicht. So, was brauchen wir noch? Motorisiert haben wir genug. Dann gehen wir halt nochmal auf Panzer, ne, würde ich sagen. Da produzieren wir ja schon ganz gut. So, die Schweden machen Stress hier mit dem Handel. Dann nehmen wir halt Südafrika. Und packen mal unsere Infanteriedivision ins Feld. So. Gut. Von Polen können wir auf jeden Fall abziehen. Oh, heute ist ein bisschen... Ich habe das Gefühl, es hakt ein bisschen so, ne? Bisschen laggy heute. Ab und zu, aber auch irgendwie nur. So. Und dann würde ich sagen... Machen wir den Angriffsplan schon mal und warten jetzt erstmal ab. Alter, wir haben echt Probleme mit dem Stahlhandel. Haben wir dann immer noch auf... Vielleicht sollten wir mal auf... Machen wir mal auf begrenzte Exporte. Dann sieht das Ganze auch schon schöner aus. Da haben wir fast 300 Fabriken frei. Ja, noch nicht ganz, ne? Dauert noch ein bisschen, 30 Fabriken noch. Aber das kriegen wir ja schnell hin. So. Dann machen wir jetzt noch überall mal Infrastruktur hoch. Ist eigentlich ziemlich sinnvoll, würde ich sagen. So. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie die Armee ein bisschen pushen, ne? Das ist auf jeden Fall klar. Machen wir mal 20 Divisionen davon, von den Panzern und noch ein bisschen Infanterie. Und dann können wir auch überlegen, ob wir mal Fallschirmjäger machen. Denn ich weiß nicht, ob unsere Marine schon gegen Britannien aushält. Aber die Briten sind ja im Krieg mit den Amerikanern und den Italienern. Und den Franzosen. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon ordentlich miteinander gekämpft, gegeneinander gekämpft. Ja. Das wäre eigentlich ganz. Das wäre eigentlich top für uns. Dann könnten wir das Glück haben, dass die Briten eine geschwächte, ja, Marine haben, ne? Naja. Aber wissen tue ich das nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal, wie gesagt, auf die Alliierten. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt können wir hier auf Angriff, Organisation oder... Ne, wir nehmen auf jeden Fall Angriff. Das ist wichtiger. Vielleicht haben wir auch das Pech, dass die Belgier jetzt in das Bündnis der Amerikaner und Franzosen eintreten. Das wäre natürlich für uns jetzt das komplette Abriss. Gut.
Ich hoffe jetzt einfach mal. So, zurück zu Schlieffen. Eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen im Krieg mit Frankreich. Echt jetzt? Ach so, ja, gut, ergibt Sinn, ne? Gut, dann würde ich sagen, werden wir das gleich mal versuchen. Oder wir versuchen erstmal in Italien. Ja, wir versuchen in Italien erstmal einen Cup. Dann haben wir nämlich nur noch die Briten vor uns. Und die hier können wir mal nutzen für eine schöne Landung. So, haben wir denn hier da die Infanterie. Die lassen wir hier erstmal schön landen. Ja, nee, so nicht. So, und so. Gut. Bereit zum Ausrücken. Genau, bereit. So, wen nehmen wir denn hier mal, Leute? Wen nehmen wir hier denn mal? Ja gut, je weiter ich runterscrolle, desto schlechter werden sie. Nehmen wir einfach ihn. Ist ja ernsthaft Blaskowitz? Okay. Hieß nicht irgendwie so der bei Wolfenstein oder so? Wahrscheinlich habe ich mich gerade absolut blamiert. Gut, so. Ich dachte, wir hätten hier noch Panzer drin. So, Steiner. Ach, hier haben wir Panzer, okay. So, haben wir hier einen Panzergeneral, der auch nicht so viel Mali gibt gleichzeitig. Haben wir Erwin Rommel. Das ist ganz gut. So, und jetzt können wir hier Günther von Kluge nehmen. Das passt, glaube ich, sogar ganz gut. Den nehme ich eigentlich fast nie. Aber ich denke mal, der taugt was. Oh, Japan hat dem kommunistischen China den Krieg erklärt. Oi, oi, oi. Leute. Jetzt geht's ab. Weil aber Asien wurde da hinten ja noch gar nicht richtig angerührt, ne? Also. Weiß er nicht. So, Österreich, Ungarn und Bulgarien haben sich uns angeschlossen. Das wusste ich gar nicht. Wer kann hier noch rein? Rumänien. Oi. Ich könnte mir sogar direkt mit den Alliierten mit in den Krieg. Jugoslawien auch. Okay. Erstmal wollen wir jetzt aber einen italienischen Cup. Und. Ja, oder ich mach das hin. Eigentlich, das juckt uns doch überhaupt nicht mit Italien, oder? Italien können wir praktisch zur Marionette machen, sogar wenn wir wollen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das bringt uns absolut gar nichts. Ich würde sagen, wir treten jetzt sofort gleich in den Krieg mit ein. Macht hier irgendwas Sinn, Leute? Hier, stolze Flotte. Stolz des modernen Deutschlands. So, zwei Schiffswerften, vier Schiffswerften. Und ein bisschen Forschungsbonus. Sehr schön. Ach, haben schon Kriegs hier gegen. Ach, oh. Ja, gut, ne? Woher haben wir das? Habe ich das vergessen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir mal angreifen. So. Das. Nein. Oh. Nein, Leute. Ja, gut, wir sind jetzt im Krieg mit den Franzosen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Okay, wir machen es folgendermaßen. Die fahren schnell zum Elsass. So. Und zwar haben wir jetzt gleich vielleicht auch Krieg gegen die Franzosen und können dann zu Recht Angst haben, dass die Franzosen bei uns irgendwie einfallen. So, Belgien machen wir auf jeden Fall weg. Die Nationalisch weg. Aber Frankreich hat keinen Bock, ne? Oh doch, okay, Frankreich ist mit drin. Machen wir mal einen kleinen Ausflug nach Paris. So, die fahren mal dadurch. Belgien hat kapituliert schon. Auch schön. So, jetzt können wir uns gleich schön an Festland Europa einen Kampf mit den auf einen Kampf mit den Briten einlassen. Das ist auch schön, ne? Oh Gott, das wird lustig. So, versuchen wir uns noch ein bisschen das Elsass hier zu schnappen. Den Elsass, sorry. Gut. Oh, die wollen uns hier Waffen geben. So, wir haben noch freies Forschungsteam. Das fällt mir schon gar nicht mehr auf. Wir haben auch kein Öl mehr. Das fällt mir auch erst jetzt auf. Also, ABC-Republik, das wird uns gleich nichts mehr bringen. Deutsch-Indien, ja, kann man machen. Wie viel brauchen wir denn, Leute?
Täglicher Zugewinn 5,2, täglicher Verbrauch 9,4. Okay. So. Ja, ne? Eigentlich müsste das reichen. Jugoslawien-Frage. Ja, von mir aus kann man die unter Druck setzen. So. Also langsam muss es aber klappen. Na? Also. So. Gut. Wie lange würde gegen Luxemburg zu rechtfertigen dauern? Ansonsten haben wir ja diesen Schwerpunkt noch. Zurück zu Schlieffen. Das würde ja jetzt klappen. Ja. Versuchen wir den Rest noch einzukesseln. So. Gut. Ja. War erfolgreich, war jetzt ein ganz schön stürmischer Eintritt in den Krieg, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall Britannien versuchen zu überfallen. Und zwar mit einer Meer, mit einer Landung halt, ne? Und wie das Ganze ausgeht, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie immer würde ich mich freuen über einen Like, über ein Abo oder einen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei seid. Ciao, bis dann.